If you want hazy, grind no further. Ein Etikett nach Craft-Bier-Manier. Schaut euch das an. Gelb, auffallend, Hopfen laufen da mit Ameisen durch die Gegend. Also Ameisen laufen mit Hopfen durch die Gegend. Den Alkoholgehalt 7,4%. Alkohol bei Volume. New England India Pale Ale, Bierstil. Ingredienti, die Inhaltsstoffe auf Italienisch, sind Acqua, Malto di Frumento ed Orzo, Fiocchi di Avena, Lupolo und Lievito. Da haben wir also Wasser enthalten, Weizenmalz, Gerstenmalz, Haferflocken, dann Hopfen und Hefe. Alles kommt aus Europa bis auf der Hopfen. Bis auf den Hopfen, der kommt aus den USA. Mehr erfahren wir hier nicht. Ein bisschen schade. Als geübter Craft-Bier-Trinker möchte man eigentlich ganz gerne ein bisschen mehr Info. Also vielleicht kleiner Verbesserungsvorschlag hier am Rande. Was ist mit Plato? Welche Hopfenart ist drin? Wäre interessant. Gut, dann dürfen wir verkosten. Ruhig den Rest ein bisschen schwenken, weil, wie man sieht, dieses Bier ist trüb. Kann also sein, dass Satz am Boden ist, den hätte ich gerne raus. So, einmal auswringen, keine Reste lassen. Guck, also dieses Bier ist auffallend trüb. Hazy, wir erinnern uns ans Intro, heißt auf Deutsch nämlich trüb. Und zwar nicht einfach nur naturtrüb, wie Biere manchmal sein können, besonders Kraftbiere, sondern trüb. In diesem Falle ist das eine Trübung, die besteht aus Heferesten, aus Hopfenkleinteilen und aus ausgeflocktem Eiweiß. So, wissen wir das auch. Schaum gibt es, genügend Schaum, nicht zu viel, schön cremig und feinporig, schön anhaltend, er haftet auch am Glas, auch ein gutes Qualitätszeichen. Und wir haben eine Farbe, nämlich die Farbe Gelb. Und da finde ich wieder ganz bemerkenswert, dass sich irgendwer echt Gedanken über die Dose gemacht hat, weil guck, der Farbton ist in der Dose enthalten. Pluspunkt finde ich gut. Wir dürfen schnuppern. Ah, schön. Intensive Aromen kommen da hoch. Mal wieder. Und zwar zuallererst eine Frucht, und zwar exotische Früchte. Ein bisschen was Süßliches, deswegen die Mango. Ganz zuallererst und ganz klar und eindeutig und rein eine Mango und eine knackige Ananas. Was haben wir noch? Einen leichten Malzunterton, wirklich im Hintergrund nur so ein bisschen. Und eine wunderbare Würzigkeit. Gut, im Geschmack. Also definitiv haben wir hier ein Bier, das Diskussionsbedarf hat. Also selten sowas gehabt, eigentlich noch nie sowas gehabt. Es ist wirklich ein spezielles Bier. Es ist nichts, was man erwarten kann. Es ist sehr speziell. Habe ich erwähnt, dass es speziell ist? Gut. Eine leichte Fruchtsüße am Anfang. Es schmeckt tatsächlich nach Mango und Ananas. Wir haben eine herbe Milchnote. Mein Koch meinte, das geht so Richtung Ziegenmilch vielleicht. Eine etwas abgemilderte Bitterkeit ist dann hinten nach. Und zwar nicht diese Bitterkeit, die dann hier wirklich die Wangen so zusammenzieht und man denkt, bitter, sondern wirklich angenehm auf der Zunge hinten mehr so unterstreichend, aber schön anhaltend, wirklich eine angenehme Bitterkeit, immer noch, wenn ich erzähle, immer noch Bitterkeit. Und wirklich anhaltend dieses Bier. Gut. Also, wie gesagt, diskussionsfähig, diskussionswürdig. Schmeckt's uns? Ja. Definitiv. 5 von 5 Sternen. Darauf zu achten, es ist kein Anfängerbier. Jemand, der ich weiß nicht was kennt, der wird sich wahrscheinlich sehr wundern. Aber wenn man, ich habe gesagt, wenn man IPA-Trinker ist, ja, sag halt, dass ich zu viel rede. Nee, erzähl weiter. Also man kann auch einen Cut machen. Geübte IPA-Trinker, die sich mittlerweile vielleicht hin und wieder auch ein bisschen Abwechslung wünschen würden, sich ein wenig langweilen bei IPA, die sollten vielleicht mal ein New England IPA probieren. Dieses hier zum Beispiel. Weil das ist, das bringt einen nochmal so richtig schön nach vorne. Ist wieder mal was Neues. Gut. Es schmeckt uns, haben wir gesagt. Wozu trinken wir es, lieber Koch? Zu
Barbecue-Fleisch. Ja, aber das wir haben gesagt, bitte, bitte unbedingt Fleisch dazu. Fleisch. Wir essen ja nicht so viel Fleisch, aber dazu, das ruft nach Fleisch. Eine Rindstagliata. Ja, schön italienisch, schön rosa lassen, nur leicht anbraten und dann aufschneiden. Bisschen Dings drüber da, wie heißt das da, Balsamessig und die flutscht die Sache mit dem Bier. Mariniertes Grillgemüse. Ja, wenn man dann doch gerne mal auf Fleisch verzichtet, dann... Mit geröstetem Baguette. Gemüse mit Wumms. Also haut ran an Kräutern und Gewürzen, was euch passt. Schärft die Sache ein bisschen, ordentlich Öl drüber, dass es schmiert. Und dann flutscht es. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, so kann man das machen. Und dann zum Wohle, gell? Zum Wohle. Prost.